Ein Bier, das man vor über 500 Jahren trank, hatte außer dem Namen so gut wie nichts mit dem heutigen Bier zu tun. Bohnen, Erbsen oder andere stärkehaltige Körner dienten dazu, das Getränk zu vermelzen. Um den sauren Geschmack zu überdecken, gab es sogar Zutaten wie Eier, Johannisbeerkraut, Wacholder, Ruß oder Kreide. Na dann, Prost! Seit dem 23. April 1516 ist alles anders. Die bayerischen Herzöge gaben offiziell bekannt, dass zur Herstellung von Bier nur noch Hopfen, Malz und Wasser verwendet werden darf. Das älteste Lebensmittelgesetz war geboren, das Reinheitsgebot. 2016 hatte es seinen 500. Geburtstag. Na dann, Prost! In der Forschungsbrauerei der TU München in Weihenstephan wird auch heute noch nach diesem Reinheitsgebot gebraut. Eine Spezialität, das Werner von Siemens Bier. Zu jeder Zeit hat man ein hochqualitatives Produkt gewollt. Das sollte gut schmecken und sollte den Eigenschaften, die gefordert waren, entsprechen. Heutzutage ist man in der Lage, sehr reproduzierbar zu brauen. Das war man früher nicht. Früher, wenn man das handwerklich gemacht hat, war man immer wieder überrascht, was man so produziert hat über den Tag. Das ist heute nicht mehr akzeptiert. Mit der Prozesstechnik von heute ist es in der Lage, hochreproduzierbar, qualitativ wirklich einzigartige Produkte zu produzieren. Die ersten professionellen Brauer waren Frauen. In Ägypten war es Männern sogar verboten, Bier zu brauen oder zu verkaufen. Heute setzen moderne Brauer auf Hightech-Anlagen, egal wer sie bedient. Wir sind heute in der Lage, den Brauprozess komplett automatisiert zu fahren und damit natürlich zu optimieren. Der moderne Brauer macht sich sehr viel früher Gedanken um sein Produkt, als das früher der Fall war. Es geht darum, den Markt zu betrachten und ein entsprechend relevantes Produkt für den Markt zu produzieren und zu designen. Das haben wir auch mit dem Werner von Siemens Bier gemacht. Es geht hier um die Themen Formulierung, Rezepterstellung, es geht um das Thema Produktionsplanung und Qualitätssicherung, bis hin zur Supply Chain, über die das Bier dann zum Supermarkt oder zum Getränkemarkt kommt. 1814 beschädigte in London ein Gärbottich riesige Bierfässer. 1,5 Millionen Liter Bier überfluteten einen Stadtteil und zerstörten dabei sogar einige Häuser. Heute ist der Brauprozess automatisiert und entspricht höchsten Anforderungen. Die Brauerei der Zukunft wird noch mehr integriert sein, noch mehr in IT integriert sein. Das Ganze wird noch mehr softwareunterstützt ablaufen. Die Prozesse werden von der Software gesteuert, von der Software selbst optimiert, sodass der Braumeister nur noch wirklich für die Produktqualität, für den Geschmack des Bieres zuständig ist. Es geht wieder zurück ein wenig in den kleinchargigeren Bereich. Wir decken das auch ab mit einem Projekt, das nennen wir RoboFill, wo die Siemens auch beteiligt ist, wo wir versuchen, wirklich im kleinchargigen Bereich personalisiert Getränke bereitzustellen für die Anforderungen des jeweils einzelnen Kunden. Die ältesten Bierrezepte sind vermutlich über 5000 Jahre alt. Die Braukunst der Zukunft wird zunehmend von Themen wie Cloud, Datensicherheit und Digitalisierung bestimmt. Moderne Technik von Siemens unterstützt bei der konkreten Umsetzung, ganz nach dem Brauermotto, auch Wasser wird zum guten Tropfen, mischt man es mit Hefe, Malz und Hopfen. Ganz im Sinne des Reinheitsgebotes. Na dann, Prost!